Wir kommen nämlich zu einer anderen Form der Leibesertüchtigung, dem Kampfeinkaufen. Dafür gibt es einen hervorragenden Parcours in Steglitz. Eine Shopping-Arena allerdings ist mittlerweile eher in die Liga der Bedeutungslosigkeit abgestiegen. Das Forum Steglitz hatte zuletzt mehr geschlossene als offene Geschäfte. Dabei war das mal anders. Damals, 1970, zur Eröffnung. Und das soll auch wieder so werden, wie uns Uli Zelle rausgefunden hat. Die Nummer 1 ist das Forum am nördlichen Ende der Schlossstraße schon lange nicht mehr. Das vorherrschende Erscheinungsbild der meisten Geschäfte, grün gestreift. Und das heißt, zu, leer, dunkel, Stammkunden sind enttäuscht. Ich kenne schon 20 Jahre. Und war es früher anders? Ja, es war mehr los. Hier ist alles so dunkel, so tot, so leer. Es ist schade drum. Schauen Sie selbst, fast alles zu. Forum baut ab, definitiv, also auch qualitativ. Hat abgebaut, aber wir haben ja noch Auswahl. Die Konkurrenz ist bissig hier im Südwesten Berlins. Da ist das Shoppingcenter Das Schloss am Rathaus Steglitz und dann nördlich der Schiltonstraße der Boulevard Berlin mit dem Kaufhaus Karstadt. Und generell sind die Zeiten für zu viel Shopping-Malls nicht einfach. Das Forum in der Nähe vom Walter-Schreibert-Platz bekam dann noch Konkurrenz in direkter Nachbarschaft durch das Schlossstraßencenter mit Primark. Dabei fing alles so hoffnungsvoll an. In den 1960er Jahren standen an dieser Stelle noch Buden, eine Art Händler- und Bauernmarkt. Und dann 1970 die Eröffnung des Forums. Das Einkaufen und Bummeln, das in diesem überdachten, vollklimatisierten 70-Millionen-Bau ein Vergnügen sein sollte, war heute Vormittag fast lebensgefährliche Strapaze. Aber schon bald ging's nicht nur aufwärts, sondern wieder abwärts. Insolvenz. Ein Manager 1974. Zum Teil aufgrund einer falschen Vermietung und damit verbunden erheblichen Mietausfällen. Und irgendwie schien das zum Schicksal des Forums zu gehören. Das Haus wechselte seit Mitte der 1970er Jahre, die Besitzer, die Fassade und das Innenleben. Nicht nur Shop in Shop hieß das Konzept, sondern ein frischer und Bauernmarkt sollte mehr Kunden anziehen. Aber auch damit war vor 10 Jahren Schluss. Die Frische ging verloren. Kunden wie Beschäftigte hoffen nun, dass sich das Forum nach einem Umbau wieder erholt. Sind das in die Jahre gekommen, ne? Ja, ich bin 84 hierher gezogen und da war das total schön. Da war innen drin so offener Markt, wie eine Markthalle. Und so soll es ja auch wieder werden. Doch was passieren muss, damit das Center wieder oben mitspielen kann, darüber lassen die Betreiber, eine Centerkette, die Öffentlichkeit bisher im Dunkeln. Wie es genau geplant ist, wissen wir auch noch nicht. Aber wir wissen, es wird eine große Umstrukturierung geben und auch erhebliche Investitionen, um an diesem Markt und speziell an dieser starken Schlossstraße bestehen zu können. Fest steht, das Forum Steglitz wird gehörig umgekrempelt. Nach Abendschau-Informationen soll es ein Nahversorgungszentrum werden, also mit dem Schwerpunkt auf Lebensmittel. In der Mitte ein Ankermieter und drumherum eine Art Bauern- und Frischemarkt. Und manchmal kann ja vielleicht der Rückgriff auf die Vergangenheit ein Schritt in die Zukunft sein.